Gibt's ja nicht. Das kann nie sein. Das kann nie sein. Aber weh. Herzlich willkommen zu Zunkos Welt TV. Ich mach's immer in einem Take. Jetzt ist das zweite Take, weil beim ersten ist noch 5 Minuten der Ton weg gewesen und ich habe natürlich viel mehr zu sagen als wie 5 Minuten über die Yamaha MT-10 2022. So, Kontrolle. Läuft eh. Ja, jetzt kann ich aber mit meiner vorbereiteten Einleitung kann ich jetzt anfangen, und zwar ich selber kenne Yamaha schon wahnsinnig lang, und für mich ist Yamaha immer mit dem Grand Prix in Verbindung gestanden. Der erste, der mich so richtig begeistert hat und der mich quasi zur Marke Yamaha hinzogen hat, war der Jarno Saarinen. Jarno Saarinen, ein Wahnsinn, der fliegende Finne, unvorstellbar leibender Fahrer, einfach gewaltig, hat den Giacomo Agostini wirklich bedrängt und teilweise auch herbrennen können. Jarno Saarinen, unfassbar edel, unfassbar toll, leider in Monza bei dem wahnsinnigen Sturz ums Leben kommen, weiß ich noch wie heute im Schwarz-Weiß-Fernseher. Vorbei. Unglaublich. Unglaublich. Gespür heute noch, wie grauslich das war. Ja, und dann hat es gegeben, hat es eine Zeit lang gedauert, bis man da wieder irgendwas so richtig taugt hat. Das war der Kenny Roberts. Kenny Roberts, Speedblock Design, bis deppert. Der war auch wahnsinnig gut. Und dann, wer auch noch richtig dominiert hat auf Yamaha, war der Wayne Rainey. Der Wayne Rainey, der hat aber nicht ganz so weit in mein Herz gefunden, weil der hat es auch gegeben, den Kevin Schwanz. Und der Kevin Schwanz, na, der ist mir irgendwie näher gewesen. Ist eh hart, aber so ist das Leben. So ist das Leben bei den Fans. Dann ist er halt näher und bei mir ist eindeutig der Kevin Schwanz gewesen. Ja, und was dann natürlich war, das war, ja, ja, der überdrüber Fahrer Valentino Rossi. Und ihr seht eh, ich habe das Kapperl auf, Valentino Rossi, also wie der zu Yamaha gekommen ist, ein Wahnsinn. Einfach echt ein Wahnsinn. Da hat sich dann wirklich sehr, sehr viel bewegt und es war natürlich für das Image von Yamaha, war das unfassbar toll. Und insofern finde ich das jetzt wahnsinnig leiwand, dass diese MT-10 diese türkisen Felgen hat, die mich halt an dieses Petronas-Team erinnern. Und jetzt muss man sagen, das letzte Jahr vom Doktor in der MotoGP bei Petronas, na, das war nicht ganz so leibend. Das kann man also nicht sagen, dass das super war. Aber spielt keine Rolle. Irgendwann ist es halt aus und das letzte Jahr war nicht ganz so super. Die Felgen finde ich trotzdem wahnsinnig leibend. Und deswegen habe ich auch dieses Kapperl auf vom Doktor, weil das einfach wahnsinnig gut dazu passt. So, und jetzt aber, jetzt hauen wir uns auf diese MT-10 ein. Wart, check. Brennt sich das Licht? Es brennt. Weltklasse. Die Kamera läuft da. Das check ich auch noch. Bevor da noch was schief geht, läuft eh alles, oder? Na, habe ich Tere. Jetzt bin ich blind, weil es ja mitten, es ist ja die Sonne. Ja, es läuft eh. Ich mache es ja Gott sei Dank zum Mittag. Weil zum Mittag steht ja die Sonne am höchsten, es ist echt super. Und eingeschmiert habe ich mich auch nicht. Ich habe gestern auch so einen Test gehabt mit 1000 PS, da habe ich kein Kapperl mitgehabt, hat es mich aufbrennt, volle Granate. Und dann schimpft sie mir immer, die Fee. Na, da musst du ja einschmieren. Das ist auch so, seit der Kindheit, so eine Sonnencreme, also eine jegliche Creme, ich hasse das. Tut mir leid. Ist halt so, jetzt habe ich eh das wahnsinnig leibend Kapperl auf und ich habe mich schon wahnsinnig leibend verzettelt, so soll das sein. Nicht? So, MT-10. Also, neu gemacht haben sie auf alle Fälle die Maske vorne. Meiner Meinung nach super, passt zu dieser Maschine wahnsinnig gut. Hat so ein bisschen so einen Future-Style, schaut böse aus. Und schaut böse aus, das ist halt so, die Maschine ist auch wirklich böse. Das ist echt gewaltig, wie böse die sein kann. Also, man kann sich wirklich fürchten. Im Sattel kann man sich wirklich fürchten. Also, mir ist das heute ein paar Mal so gegangen, dass ich mir gedacht habe, oh, das gibt's doch nicht. Aber dazu später.
Vielleicht der Vollständigkeit halber sage ich euch nur, der Motor hat jetzt 100, also es ist immer noch der ER1 Motor mit 998 Kubik, der hat jetzt 166 PS bei 11.500 Umdrehungen und 112 Newtonmeter bei 9.000 Umdrehungen und vielleicht, was ist da noch wichtig, ja, sie erfüllt natürlich diese Euro 5 Norm und was sie gemacht haben, sie hat größere Lufteinlässe und was ganz leimend ist, sie haben, da muss ich mal jetzt konzentrieren, dass ich diesen Begriff, dass ich den richtig habe, Akustikverstärkungsgitter im Tank eingearbeitet. Und das ist so, na, der Klang ist ein Traum. Also der Klang ist natürlich alles andere als laut. Das geht heute nicht mehr, dass irgendwas laut ist. Aber das hat schon einen irrsinnig leibenden, aggressiven Klang. Und wenn du im Sattel sitzt, hast du da halt wirklich was davon. Durch diese Akustikverstärkungsgitter. Jawohl, habe jetzt zweimal aussprechen können, ohne dass ich mich versprochen hätte. Ja, und der Tank an sich, den haben sie auch geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dimension auch größer geworden ist oder nur die Optik. Ich glaube nur die Optik. Es ist auf alle Fälle ein 17-Liter-Tank. Und was ist, wenn du dort oben sitzt? Na, das ist wirklich mächtig. Der Tank geht so schön vorne auseinander, auch mit diesen paar Lufteinlässe. Das ist was, was mir wahnsinnig taugt, weil ich wollte schon von klein auf. Für mich war immer wichtig, eine schwere Maschine. Und eine schwere Maschine ist heutzutage wahrscheinlich ein bisschen das falsche Signal, weil eine schwere Maschine ist meistens ein bisschen ein Graupfen, eine plumpe Maschine. Und früher ist aber eine schwere Maschine eine starke Maschine gewesen. Und das ist es jetzt einfach. Also du sitzt dort oben, hast einen mächtigen Tank vor dir mit diese Ansaugstutzen, also mit den Lufteinlasskanälen, wirklich gewaltig. Und hast halt unter dir einen Motor, der ist wirklich unfassbar stark. Und unfassbar stark. Mir ist es bewusst, dass es heute natürlich Motoren gibt, 217 PS. Es gibt sogar Naked-Bikes mit 208 PS. Und insofern, es sind jetzt vielleicht 166 PS, wird sich jetzt da vielleicht der eine oder andere denken, was heißt unfassbar stark? Da gibt es ja viel Stärkeres. Nein, zum Straßenfahren ist es unfassbar stark. Genau so meine ich das, wie ich das sage. Das ist unfassbar. Wenn du dort einnietest, also ist natürlich eh klar, Yamaha baut wahnsinnig kultivierte Motoren und wahnsinnig kultivierte Motorsteuerungen. Das heißt, du kannst mit dem auch ganz gemütlich durchs Land fahren, das ist überhaupt nichts. Nur wenn du dem Gasgriff, der ist übrigens auch naja, ein komplett elektronischer Gasgriff, wenn du dem dann sagst, Alter, bitte feuerfrei, dann musst du dich wirklich am Lenker anhalten. Das ist leider so. Du musst dich am Lenker anhalten, selbst wenn du so ein erfahrener Typ bist wie ich. Das geht nicht anders. Du musst dich dort, der Druck ist so gewaltig, dass du mehr oder weniger, wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht weißt, was auf die Zukunft, hängst fast hilflos am Lenker. Was der so in einem Comic hätten sie das zeichnen, dass du hinterm Lenker nachflotterst, so waagrecht über der Maschine. Das passiert natürlich nicht, aber du hast einen echten Zug in die Arme. Und du könntest das relativ gut verhindern, weil die Fußrasten relativ weit hinten angebracht sind. Das heißt, du könntest, da oben ist eher Pferd, wie ein Jockey, wirklich leibend in diese Rasten stehen und halt den Druck vom Schultergürtel nehmen und die halt so nach vorbeugen und die mehr oder weniger mit die Beine abstützen. Nur dagegen stemmen, gegen diese gewaltige Kraft. Nur wenn du nicht damit rechnest, na, dann gelingt dir das auf keinen Fall. Und wenn du jetzt schon ein bisschen sediert bist nach dem Mittagessen, was das Schnitzel ist drinnen, oh, das ist alles so leibend, na, dann hast du halt auch nicht diese Körperspannung, die dann mehr oder weniger blitzartig brauchen würdest. Ja, und wenn du das nicht hast, hängst am Lenker. Du hängst am Lenker. Nämlich wirklich, wirklich dramatisch, weil der Motor, bist du deppert, der CP4-Motor, nein, die Kraft, die er freisetzt, ist wirklich erschreckend. Ist natürlich eine große Freude. Früher hat man gezählt, dass man in die Geisterbahn kommt. Ja. Jetzt hockst du auf das auf, gibst, drast einmal ein bisschen um und denkst, Alter, ich fürcht mich. Und was diesem Fürchten und diesem Zug auf den Armen halt wirklich entgegenkommt, oder was das irgendwie
wie soll ich sagen, erleichtert, dass das auftritt, ja, ist halt, dass der Lenker relativ hoch ist. Der Lenker ist relativ hoch, die Sitzposition ist wirklich aufrecht, die ist touristisch aufrecht. Also mit so einer Sitzposition denkst du nicht daran, dass du jetzt auf einem Superbike sitzt und den Kurveneingang nimmst, mehr oder weniger, mit dass die Achse unten, also dass die Lenkstangen unten aus der Achse rausgeht. Nein, du bist schon relativ weit weg vom Vorderradl und sitzt halt touristisch drauf. Also du könntest mit dem jetzt so, du sitzt so drauf, dass du denkst, Alter, jetzt fahr ich zu den Affen von Gibraltar. Eh wurscht, Zeit habe ich eh, nein, voll. So sitzt du da oben. Also du kannst sicher den ganzen Tag vollkommen geistesgestört Feuer geben und wirst jetzt von der Sitzposition wirst nicht müde werden. Allerdings bist halt, du hast nicht den Druck am Vorderradl, den du zum Beispiel bei einem Werkstunfisch hast. Werkstunfisch ist einfach ein Superbike mit einer geraden Lenkstange und das ist die MT-10 nicht. Die MT-10 ist KR1 mit einer geraden Lenkstange. Also definitiv nicht. Was aber eben auch die Vorteile hat, dass du halt wirklich entspannt dort oben sitzt. Und da für manchen ist es auch sicher ein Vorteil, dass das halt dann anreißt wie deppert. Und für manchen ist halt ein Nachteil, dass dann das Vorderradl am Kurveneingang nicht ganz so schön spürst. Und was auch noch dazu kommt, ist natürlich, wenn du jetzt Feuer gibst. Angenommen, du nimmst jetzt einen Radius, denkst, oh ja, den habe ich eh super gemacht, bin eh super drauf her heute, dann drehst du ein bisschen stärker um. Dann ist es so, dass das vorn kommt, sofort. Wurscht, ob in 1 oder in 2er drinnen hast. Diese Gewalt ist so stark, dass das einfach die Tendenz hat, aufzusteigen. Jetzt ist da ist eine Elektronik drinnen, unfassbar gute Elektronik mit 6 Achsen, IMU, Wheelie Control, Slide Control, Traction Control, Motorbremse, also alles ist da drinnen. Und diese Wheelie Control, die ist aber wirklich wichtig. Weil wenn du das nicht willst, dass du das aufsteigt, die Maschine selber will dauernd aufsteigen. Die will dauernd aufsteigen und das ist nicht nur, weil der Motor so einen irren Punch hat und du relativ gerade oben sitzt. Nein, es ist auch der Radstand wahnsinnig kompakt. 1405, 1405 mm, das ist wirklich kurz. Das ist kürzer als etliche Superbikes. Und na, das spürst. Jetzt hast du drinnen 166 PS, du hast eine aufrechte Sitzposition und hast einen kurzen Radstand natürlich. Das will eigentlich in die Galerie. Am liebsten hätte es wahrscheinlich, dass du den kompletten Gürtel in Wien in der Galerie fährst. Das wäre wahrscheinlich am liebsten. Das dürfen aber natürlich heutzutage nicht. Und ja, heutzutage gibt es auch wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig gute Fahrer, die das sofort machen könnten. Das heißt, da hätten wir dann schon ein paar Unfälle und negative Schlagzeilen. Wahrscheinlich. Ja, aber diese Gier aufzusteigen vorn, das ist ja aus meiner Sicht was ganz, ganz Lässiges. Und vereinnahmen das und hast du das Gefühl, oh, das ist ein unfassbar wilder Bock, was da drinnen ist. Und dieser Eindruck ist ja richtig. Du hast einen Motor mit 166 PS auf 212 Kilo. Die Kiste ist ja relativ leicht. Natürlich würdest du am liebsten am Hinterradl fahren und reißt vorn durch wie ein ungestümer Mustang. Aber wie gesagt, es hat natürlich eine wahnsinnig gute Elektronik drinnen. Trotzdem ist es so, dass beim Aussifeuern, und da bin ich jetzt wieder, also angenommen, du fährst da so einen schönen Radius, denkst du, Alter, ja, das ist ja ganz leimend, reißt das Gas auf, dann wird es vorn leicht. Es wird vorn leicht und es beschleunigt fürchterlich. Es ist so, dass diese Beschleunigung wirklich fürchterlich ist, also da darfst du dann nicht erschrecken, sondern da musst du voll da sein, weil natürlich die nächste Kurve rasend schnell näher kommt. Und einer, der es jetzt tut mit der Fahrdynamik vielleicht nicht so beschäftigt hat und nicht so gut auskennt, na, der wird dann vielleicht, weil er sich erschreckt vor der rasend schnell näher kommenden Kurve, wird da vorne den Anker werfen. Und das ist natürlich eine depperte Idee. Es ist keine gute Idee. Jetzt nicht nur, weil der Anker von der MT-10 wirklich super ist. Also der hat eine echte Bisskraft, ein Wahnsinn. Und
Schon vom Initialbiss her. Also der Initialbiss ist schon so, dass du denkst, no. Ist ja gewaltig. Ist aber jetzt nicht so, weil ich bin einer, der so einen starken Initialbiss meistens verurteilt. So ist es ja nicht. Aber das ist halt so, tippst diese Bremsen an und denkst dann, no, das bremst du jetzt schon ordentlich. Aber es ist nicht so, dass du jetzt fast käpfelst. So ist es auch nicht. Aber es ist mehr oder weniger vom ersten Biss weg, ist dort eine Bremse vorhanden, die ist, glaube ich, outstanding. Also weiß ich nicht, ob es das bei die gut, der Werkstunfisch mit der 330er Doppelscheibe, der ist noch besser auf der Bremsen, aber sonst glaube ich nicht, dass da irgendwas besser wäre wie diese MT10 mit den 320er Doppelscheiben und dem radialen Brembo-Häuptling. Also die Bremse ist super. Und jetzt, um wieder auf das vorige Bild oder auf das vorige Geschehen zurückzukommen. Also, du fährst aus, die Gabel, die Front ist irrsinnig leicht, du erschrickst, dass die nächste Kufen kommst und druckst dann in den Anker rein. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass du auf der Pappen liegst. Warum ist das so? Na, das, wie gesagt, Fahrdynamik, das, man weiß eh, weil man das irgendwie, du kannst ja nur bremsen, wenn ein Druck drauf ist auf dem Vorderradl. Wenn kein Druck drauf ist, na, dann schmiert es sofort weg. Das heißt, was man früher gelernt hat, dieses degressive Bremsen, dass man leicht bremst, bis die Gabel ein bisschen komprimiert ist, bis man einen Druck hat, bis der Gewichtstransfer passiert ist und dann kann man zupacken, volle Granate. Wer das nicht gelernt hat, jetzt weiß ich nicht, ob man den hört da, den Burschen, aber es ist, das wird schon gehen mit dem Mikrofon. Ja. Und wer das nicht gelernt hat, der hat dort natürlich trotz ABS, der wird dort, also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich nehme an, der wird das ABS aufmachen. Also das tut man auf alle Fälle nicht. Man wartet, bis die Front wieder unten ist und dann zangelt man eine. Und das ist natürlich jetzt im Sinne des Abenteuers, ist das ein Wahnsinn. Das ist wirklich thrillreich, wenn die Maschine abfeuerst. Da erlebst du was, da erlebst du wirklich was. Ich schau mal, ob es noch rennt. Ja. Und jetzt lasse ich den mal ein bisschen horchen, der geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, geht da mal schauen. Aber jetzt ist er eh weggefahren. Ich hoffe, euch hat es nicht gestört, ich kann das jetzt nicht kontrollieren, aber da müssen wir jetzt durch, nachdem es eh schon das erste Mal ein Ton aus war. Ja, also das ist das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss. Man hängt am Lenker, das wird vorn leicht, wenn die nächste Kurve kommt. Achtung, vorn zuerst absetzen und dann erst zangeln. Fahrwerk, es gibt ja eine SB-Variante, die hat ein Öl ins Fahrwerk drinnen, ein semi-aktives, die ganz feine Ware. Da ist drinnen ein herkömmliches mechanisches Fahrwerk von Kayaba, 43 mm Gabel, voll einstellbar und der Federbein, ein voll einstellbares. Und ich muss sagen, da jetzt beim Straßenfahren super. Wirklich super. Zum Glück auch kurze Federwege, also 120 vorn, 120 hinten. Das beim sportlichen Straßenfahren muss das genauso sein, weil das einfach diese Federwege reichen vollkommen aus, das schlägt eh nie durch, wenn die Federelemente gut sind, schlägt es nie durch und du bist einfach, je näher du dem Asphalt bist, desto mehr spürst du. Und wenn du jetzt relativ lange Federwege hast, dann bist du einfach weiter weg, dann ist es unter Umständen komfortabler, aber es ist immer ein bisschen diffuser. Also je länger die Federwege, desto mehr musst du im Modus des blinden Vertrauens fahren und das liegt mir nicht. Ich spüre einfach wahnsinnig gern, was das macht und da finde ich das Fahrwerk wahnsinnig gut. Ich selber habe jetzt überhaupt nichts eingestellt. Das haben sie da bei Yamaha Österreich offensichtlich perfekt justiert. Mann, das ist einfach ein Pech, dass der das jetzt gerade abmahnen muss, aber so ist es halt. Na, wenigstens das Fleckerl, das ist ja schon gemacht, da fährt er jetzt nicht rauf. Gut, da habe ich mich jetzt vertan. Fahrwerk ist auf alle Fälle wirklich toll. Zum Straßenfahren
großartig. Das haben sie großartig hingestellt. Was auch noch wichtig ist, sie haben ja hinten das Heck ein bisschen angehoben. Jetzt habe ich eine Sitzhöhe von 835 mm und das Heck haben sie deswegen angehoben, damit ich ein bisschen mehr Druck am Vorderradl habe wie beim Vorgänger. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr wie beim Vorgänger, das kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Entfernung. Es ist aber auf alle Fälle jetzt nicht so, dass du sagst, nein, das ist jetzt eine richtig vorderradorientierte Maschine. Das ist nicht. Es ist nach wie vor vom Draufsitzen wirklich angenehm, relaxed, ja, vom Draufsitzen her fast gemütlich. Und diese Sitzhöhe von 835 mm hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, weil der Schrittbogen sehr, sehr schlank ist. Also ich komme da wahnsinnig gut runter. So, ja, was ich noch sehe, wir haben vorne jetzt ein 4,2 Zoll DFT-Display. Das finde ich super, das finde ich wirklich super. Ich bin normal wirklich so ein Verfechter von so analogen Uhren. Bei der Maschine würde ich so analoge Uhren eigentlich nicht wollen, sondern da finde ich so ein DFT-Display wirklich großartig. Allerdings bin ich froh, dass da nicht so ein riesiges Plätschen drauf hängt, sondern auch, das ist wirklich klein. Das ist klein, also kein Tablet oder so, sondern einfach so ein buntes Farbdisplay, was nicht groß ist und sie perfekt in diese Linie einfügt. Also so ein großes tät mich dort optisch stören, muss ich sagen. Ja. So. Jetzt schaue ich rein. Den schlauen Block habe ich mit, weil ich ja immer wieder etwas vergesse. So, das habe ich gehabt. Habe ich alles gesagt. Nein, das ist schon noch wichtig. Die Reifen, was die? Das sind diese mittlerweile klassischen Sportreifen, 120, 70, 17, hinten 190, 55, 17. Das muss so sein beim Motorradl mit dieser Ausrichtung und dieser Power. Und was mich persönlich halt wahnsinnig freut, das ist jetzt bei bei ein paar Modelle habe ich das jetzt schon gesehen, dass diese Erstausstattung, ja, nicht irgendein billiger Bock ist, sondern der Bridgestone S22. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist mein persönlicher Lieblingsreifen beim sportlichen Fahren. Und sowas finde ich einfach wahnsinnig gut, wenn das drauf ist. Und ich meine, es hat einen Mördergrip im Trockenen, hat einen sehr guten Grip im Nassen. Und dann ist er noch Handling unterstützend. Also das ist einfach großartig. Und zum Beispiel beim PS-Heft, da schreibe ich auch mit, die machen einfach die genauesten und gewissenhaftesten Tests und da ist dieser S22 immer ganz weit vorn. Der ist immer ganz vorn dabei und das freut mich. Also das ist so ein kleines, aber meiner Meinung nach eh wichtiges Detail, was mich wirklich freut. So, jetzt schaut ich stehe ja da im Kreisverkehr, das habe ich beim ersten Video, das ja nichts geworden ist, weil ich einen Ton ausgehabt habe, da habe ich das kurz erklärt, dass ich da mitten im Kreisverkehr stehe und da spürt es natürlich ab da draußen. Ja, da spürt es ab, das ist ein Wahnsinn und die Leute schauen natürlich alle her und am Anfang, man ist ja schon ein bisschen verblendet, habe ich noch geglaubt, die schauen zu mir, nein, die schauen natürlich zum Motorradl, ist eh klar, ich würde auch zum Motorradl schauen und nicht zu dem Norden mit dem Kapperl, aber für die MT10 ist eh Weltklasse und für mich ist halt ein bisschen schau, jetzt fährt er wirklich da auch mit seinem Traktor, das gibt's nicht. Naja, gut. Das ist wahrscheinlich kein Motorradl nur. So, was habe ich da jetzt alles gehabt, was ich nicht gesagt habe? Euro 5, glaube ich, habe ich schon gesagt, dass das jetzt Euro 5 ist. Quickshifter, das habe ich nicht erwähnt. Quickshifter ist drinnen. Servus. Quickshifter ist drinnen. Up and down, also mit Blipper. Und der Quickshifter, servus, der Quickshifter funktioniert gut, aber er ist jetzt nicht Weltspitze. Also es gibt Quickshifter, die schalten sanfter. Es gibt keine, es schaltet wirklich präzise, genau, da gibt es gar nichts. Aber es gibt halt welche, da hast du das Gefühl, das flutscht irgendwie alles nicht ineinander. So ineinander flutschen tut das jetzt halt irgendwie nicht. Aber es funktioniert super. Es funktioniert wirklich super. Ja,
Nein, ich hab da eh. Ich hab alles. Nein, das ist noch was Wichtiges. Ein kleines Detail, aber ein super Detail. Und zwar, wir haben diese um 90 Grad gedrehten Ventile, damit du halt dort leichter reinkommst. Das ist so irgendwie der neueste Schrei. Es gibt noch viele, die haben einfach diese geraden Ventile. Da kommst du dann auf der Tankstelle mit dem Luftgeber relativ schwer rein. Und wenn diese Ventile um 90 Grad dreht sein, dann kommst du einfach super rein. Das ist eine echte Erleichterung und das hat es auch drinnen. Ja, und beim Preis ist so, das war eigentlich eine unfassbare Niederlage, weil ich bin ja in der glücklichen Lage, ich muss ja nie eins kaufen, deswegen kenne ich mich mit den Preisen meistens auch nicht aus. Das heißt, ich schaue, mache mir die Webseiten auf, schaue dort rein und bei der MT10 habe ich gelesen 15,449. Da habe ich gedacht, nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das kann nicht 15,4. Das ist ja. Habe ich genau nachgelesen. Oh ja, 15,449. Und dann bin ich aber leider draufgekommen, dass ich automatisch auf die deutsche Seite geleitet worden bin. Und ja. In Österreich kostet es dann schon, was die, wir haben die Supernova! In Österreich kostet es dann 19.399 und 19.399 ist sowas, was ich mir erwartet habe. Also es hätte jetzt auch kosten können, knapp über 20. Dann hätte es mich auch nicht wahnsinnig schockiert, aber dass es unter 20 ist, ist glaube ich schon wichtig. Und wie gesagt, Schnäppchen sind diese Motorradeln alle keine mehr, aber es ist halt auch eine wirklich fantastische Technik und es hat auch, also diese, jetzt nicht nur wie das verarbeitet ist und wie das ineinander greift, sondern ich meine, da steckt ja drinnen eine Leistung, das ist eigentlich unglaublich, das ist wirklich unglaublich und das habe ich glaube ich eh relativ gut ausgeführt, dass eigentlich unfassbar ist, dass man sowas in einem Motorrad kriegen kann. So, jetzt bin ich soweit durch. Ich hoffe, das hat alles hingehauen diesmal. Der Dom war drauf. Bitte schenkt es der MT10. Am Daumen hoch. Ganz, ganz gewaltig. Und wenn es den Kanal noch nicht abonniert hat, dann abonniert ihn bitte, den Kanal. Und ja, wir werden jetzt da fahren. Und hoffen, dass uns der mit seinem riesigen Rasenmäher nicht niederfährt. Ciao, Papa, gesagt. Ciao. MT10! MT10! MT10!